Das ist Fred. Fred hat ein Problem. Täglich wirft er Lebensmittel in den Müll, die man eigentlich noch essen könnte. Eine Person wirft ca. 100 Kilo Nahrungsmittel in den Hausmüll. 10% davon sind noch essbar. Ca. 20 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland entsorgt. Dabei handelt es sich um angebrochene und original verpackte Lebensmittel. Würde man alle vollen Mülltonnen übereinander stapeln, würde der Turm von der Erde bis zum Mond reichen. Auch in der Nachbarschaft von Fred hat jeder etwas übrig. Überschüssiges fliegt in die Mülltonnen. Das finden alle ziemlich schade. Eigentlich wollen alle, genauso wie Fred, viel lieber nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen. Sie wollen gesund essen und mit ihren Freunden und Nachbarn teilen. Doch es gibt eine Lösung: NeighborSwap. Mit Hilfe von NeighborSwap kann Fred nicht mehr benötigtes Essen anderen anbieten. Milch, Brot oder auch Äpfel aus seinem Garten und selbstgekochtes. Seine Nachbarin Lilly kann über NeighborSwap mitteilen, ob sie etwas braucht. Vielleicht hat ja jemand etwas übrig oder kann es ihr vom Supermarkt mitbringen. Nicht nur Fred und Lilly können Nahrungsmittel austauschen, sondern auch die gesamte NeighborSwap-Community. Das finden alle ziemlich cool. Und Freds Mülltonne bleibt zu. NeighborSwap. Mit dieser App kannst du einfach nachhaltig planen, kollaborativ einkaufen und über dein soziales Netzwerk teilen.